und das dürfte eine sein, die im Erzgebirge ja, entstanden ist. Ja, die Landschaft ist im Erzgebirge entstanden. Wir müssen sie dann mal etwas nach vorn kippen, weil die dunklen Partien, die die dickste Farbe tragen, die haben eine Blendung und dadurch sieht man nicht ganz die Kraft der Tiefen. Das ist ein Problem, aber das ergibt sich einfach aus der Arbeitsweise und aus meiner Konzeptionsweise, ja, rein technisch mal. Aber ja, Sie wollten erst über die Technik rein, etwas. Also, dass Sie so eine Vorstellung davon kriegen, wie man sich natürlich während des Malens vorstellen muss. Entschuldigung, während des Zeichnens, in kleinem Format. Zeichnen okay, ist das nur. Aber so kann man sich es auch beim Malen ja, vorstellen? Ja, kannte man plenär. Es stimmt alles. Und das Zeichnen ist auch ein wichtiger Hinweis, weil die Maltechnik letztlich sich auch ein bisschen aus dieser Zeichentechnik ableitet. Weil, das hatten Sie damals geschrieben, als Sie wieder zurück zur Farbe gegangen sind und angefangen haben zu malen in den 70er Jahren, ja erst angefangen hatten mit Palette und Pinsel, ganz klassisch, und dann aber schnell gemerkt haben, dass das nicht das geeignete Medium ist, um auch diese Dynamik und auch diese gewohnte Arbeitsweise aus der Zeichnung, die sie schon eben auf Arbeiten mit Papier und Pinsel gewohnt waren, übertragen konnten. Das stimmt so, ja. Es ist so gewesen, dass ich eigentlich natürlich vor meiner Akademiezeit gemalt und gezeichnet alles habe. Aber 1955, als ich diese Aufnahmeprüfung gemacht hatte und auch bestanden hatte nach dem zweiten Mal, musste man sich entscheiden, ob man entweder Bildhauerei studierte, Malerei oder freie Grafik. Und ich habe freie Grafik vorgezogen, weil ich nicht zu diesen politisch angebundenen Malern wollte, obwohl ich gerne so gearbeitet auch hätte. Weiter, ich bin zu den für meine Begriffe besseren Künstlern gegangen und das waren Hans-Theo Richter und Max Schwimmer. Am Anfang hatte man natürlich ein Vorstudium, wovon man lieber nicht redet, aber ich habe viel in meinem Leben falsch gemacht an Entscheidungen, aber diese waren für mich ganz wesentlich. Ich sollte auch abgeworben werden in die Malerei, aber ich wollte nicht zu so jemandem, der ein Hausfriedenskomitee gemalt hatte. Ich wollte nicht diese Anbindung, ich wollte mich nicht dem unterwerfen. Und die Prinzipien, die Hans-Theo Richter lehrte als Grundlagen, die Durchdringung der Körper, und ein geistiges Zeichnen, das war mir viel wichtiger als diese anderen Dinge. Ich bin dann später wieder, jetzt kommen wir wieder darauf zurück, zur Malerei gekommen. Zunächst ganz konventionell, ich hatte ja kein Studium da drin, aber ich hatte ein paar, vor allen Dingen am Anfang mit Horst Leifer war ich da zusammen und mit anderen auch. Aber es stimmt, wie Sie sagten, diese Malerei mit dem Breitpinsel und der konsistenten Ölfarbe erlaubte mir nicht die Bewegung, die ich in der Zeichnung schon drin hatte und in den Arbeiten auf Papier. Das konnte ich technisch einfach nicht in die Ölmalerei zunächst übertragen. So sehen diese frühen Bilder bis etwa 75 aus, als hätte ich mich auch bei Morandi als Schüler hätte eintragen lassen können. Aber natürlich, Morandi hat mir Stillleben gemacht, aber egal wie. Jedenfalls ging das dann, ich musste mich expandieren, also ich musste mich emanzipieren vielmehr und habe dann auch die Mittel dazu gefunden und habe das mit Energie angefangen und durchgehalten. Ich muss noch erklären, wieso es zu so einer Landschaft kommt. Die Landschaften sind meistens das, was am meisten am Anfang verstört hat, weil
es im Laufe des vielen Zeichnens so gekommen ist, dass ich immer entferntere Details aus der Landschaft, Segmente aus der Landschaft praktisch herangeholt habe und so ins Bild gesetzt habe, dass sie aussehen, als ob alles nahe wäre. Das ist die Irritation zunächst mal für die Landschaftsmalerei immer gewesen. Und es, ja, es war noch die Vorstellung, dass man, dem bin ich immer gefolgt, dass man die Zusammenhänge der Naturformen in der großen Entfernung im Großzügigen besser kontrollieren konnte. Und dass es auch tatsächlich eine Entdeckung war. Es war ja, es ist ja ein wunderbares Erleben auch, vor die Landschaft zu treten und eine Empfindung und zugleich die Durchdringung, also das praktisch das Gedachte mit dem stark Empfundenen bei der Arbeit zusammenzubringen. Das war sozusagen mein Weg, der dann in den Jahren und Jahrzehnten immer weiter fortgesetzt wurde. Dazu kam auch ein Konzept zur Farbigkeit, nämlich, dass ich dran doch dachte, dass jeder Blick in die freie Natur eigentlich alle Spektralfarben, die es gibt, in Teilen sind die sichtbar. Die musste ich nun auch in diese groß entfernten Sujets praktisch hineindenken und auch hineinfühlen. Und dass ich dann ein Arbeitskonzept entwickelt hatte, dass ich mit hellen Farben begonnen habe und immer kühle und warme Farben also gewechselt habe. Also die Komplementärfarbe auf eine warme Farbe und umgekehrt. Und dass ich aber in dem Anfang mit den ersten hellen Farben praktisch alle diese Teile bearbeitet habe im Ganzen, wo diese Dinge auftauchen und dann langsam die Farben drüber entwickelt habe, sodass am Ende praktisch dieses Spektrum aller Farben weiter enthalten ist. Das ist mir in den Arbeiten plenär vor der Natur besser gelungen. Die Arbeiten in meinem Atelier, zum Beispiel solche Bildnisse, da konnte ich das nicht mehr in diesem Maße verfolgen. Trotzdem ist natürlich eins auch, was das Allerwesentlichste ist, in dieser Konzentration mit reduzierten Mitteln einen Totaleindruck oder eine Totalformulierung von dem, was ich gegenüber hatte, zu geben. Ja, das ist bei dieser Arbeit dann relativ so ganz gut gelungen. Es sieht sehr rau aus, sehr roh, aber das ist der Eile geschuldet. Ich habe ja die Menschen gegenüber gehabt und man kann so eine innere Spannung, die ich auch von meinem Motiv, von meinem Gegenüber erhofft habe immer, kann ein Mensch nicht so lange aushalten. Ja? Also man muss auch die innere Gespanntheit, die einem jemand gegenüber noch durchhalten kann, die muss man versuchen zu erfassen. Und da muss man auf reduzierte Mittel und den Mut besitzen, also auf reduzierte Mittel kommt man bei der Ausführung und man muss den Mut zu einer so radikalen Formulierung finden. Das ist immer das gewesen und das ist auch, wenn ich es aus heutiger Sicht sehe, ein derart radikaler Bruch oder eine radikal andere Auffassung, wie zum Beispiel viele
von den sehr perfektioniert und in alten, in historischen Methoden arbeitenden, peniblen Malern, ja, die das, also ich bin da, das war ein Aufstand sozusagen, ein innerer auch, ja, und ja, es ist so geblieben, bis jetzt die Kräfte nachlassen natürlich, ja, jetzt sind andere Dinge stehen auf dem Programm, aber ich, immer wieder geht's los, auch mit großen Zeichnungen, große Zeichnungen gibt es auch, bis 5 Meter Länge und noch ein bisschen höher. Und jeder andere Ort, ich bin ja auch in, das fing mit Zeichnungen, Reisen an, in den 60er Jahren zu meinem Freund Niemeyer Holstein hoch und zu den jungen Leuten, die ihn umgeben hatten zuallererst, dann zu Niemeyer Holstein und dann in die Uckermark, alles mit einem alten Fahrrad, einer großen flachen Kiste, wo das Zeichenzeug drin war, großer Rucksack. Und dann hatte ich eine erste Ausstellung in Berlin, eine kleinere, mit solchen Zeichnungen und Lithografien. Und gerade in der Zeit, als in der DDR diskutiert wurde, eine sozialistische Nationalkultur aufzubauen, ja, drehen Sie mal die Wortfolge um, wie, in welche Nähe das kommt, ja, hörte ich dann eine Kritik in dieser Ausstellung, die mich gefreut hat. Eine alte Malerin sagte, das ist europäisch. Also man hat in die Welt gesehen oder hat sich gedanklich mit Sachen auseinandergesetzt, die sowohl in USA als auch in Großbritannien, Frankreich und so weiter, ja, sagen wir mal, es gibt nicht ganz Gleiches, aber es wurde so empfunden. Das war eine Malerin, das war die Witwe von dem bekannten Maler Heinrich Ehmsen, die aus der Familie Engels stammte. Ja. Das ist nicht so bekannt, die hat selber gute kleinformatische Bilder gemalt. Ich bin jetzt etwas abgeschweift. Ich habe etwas mitgebracht. Es gibt ein paar Lithografien. Ich habe in der Zeit auch enorm gezeichnet. Sehr, sehr viel. Ja, sehr viel. Ich könnte hier den Raum auslegen. Alles auf dünnste Japanpapiere. Das geht natürlich nicht. Aber ich habe ja auch als Grafiker gearbeitet und habe auch ein paar Drucke aus gerade dieser Zeit mitgebracht. Und diese Landschaftsgrafiken und Zeichnungen, die hatten ein sehr geteiltes Echo. Ich kann mich noch gut besinnen. Ich muss jetzt einfach zur Verständigung oder zum einfach paar wahre Begebenheiten erzählen, damit Sie sozusagen sich in diese Vergangenheit einfühlen können, die damals die Umgebung war. Also, es war eine Aufforderung an 40 Grafiker für die internationale Grafikbiennale Krakau Blätter in Berlin einzubringen. Da war eine Jury vorgeschaltet, die eine Auswahl aus dem, was da mitgebracht wurde, zum Weitersenden nach Krakau. Die wollten die Zensur drüber haben, ja, weil schon ein paar clevere Leute sich privat an diese Biennalen, das sind zyklische Ausstellungen aller 2 Jahre, internationale Grafikausstellungen gibt es an mehreren Orten. Es wurde manchmal inflationär. Und ich weiß noch genau, alles breitet die Blätter aus, 40 Leute in einem großen Raum. Und ich meine Großen, 2 sind hier. Frau Schellermann, ist das richtig? Schellermann, ja. Schellenberg. Ja, es waren nicht genau diese, aber 2 andere. Diese, aber so ähnliche, habe ich vorgelegt. Und die Kommission der Hohen Jury guckte kurz in dem Raum und formierte sich dann und ging auf meine Blätter zu und sagten, also, das muss als erstes rausgenommen werden, auch wenn es in Polen die größten Chancen hätte. Ja? So, die andere Reaktion war,
ich war auch verbunden, freundschaftlich, kollegenhaft, aber sehr nah mit Gerhard Altenburg, der gleich sagte, als er diese großen Blätter sah, ich will das Größte haben, sofort. Ja. Dazu kam kurz danach, also ja, warten Sie mal, ja, die gehören irgendwie technisch zusammen, die sind von glatten Papieren auf große Steine übertragen und ich habe die alles das Handwerkliche, diese großen Steine geschliffen und alles dieses selber gedruckt. Ich habe mich selber zum perfekten Lithografiedrucker auch ausgebildet und hatte mein Brot in der Ostzeit meistens mit Drucken für andere Kollegen mir sozusagen verdient. Und zeigen Sie doch mal bitte die nächsten, wo ein Hochformat ist und ein großes Querformat. Denn das waren die direkten des Anstoßes. Und es war dann so, dass die anderen Reaktionen waren so, dass einige Zeit später gab es in Großbritannien eine internationale Grafikausstellung, auch in zyklisch, immer alle paar Jahre. Und ich hörte dann, dass die zwei Grafiker, die schon über die Grenze bekannt waren, Karl Friedrich Klaus und Gerhard Altenburg, waren eingeladen von dieser Biennale-Leitung, um, na, noch ein anderes, das, Entschuldigung, das, was jetzt offen liegt, nein, nicht dieses, sondern das Lineare, diese beiden, ja, Frau Dr. Wagner, das ist es, ja, das. Das war also das, wo das Entsetzen war. Das ging noch weiter, der Jurychef, ich unterbreche ein bisschen, der hat dann die Witwe von Hans-Theo Richter angerufen und hat gesagt, dieser Mensch ist total verdorben, der hat seine Begabung weggehängt, ja, weggeschmissen und wollte da einwirken und wollte als Erzieher wirken, aber ich war schon 40 und das war nicht mehr möglich. Jedenfalls diese Konstellation, dass Karl Friedrich Klaus und Gerhard Altenburg je zwei Jüngere mit in diese Biennale einbringen durften, war zunächst von der DDR abgelehnt. Man hat wohl vorgeschlagen, dass Sitte, Tübke, Mattheuer und so weiter heißig hinkommen sollen und die britische Biennale hat das dann abgelehnt und dadurch kam dann ganz schnell, wurden dann doch diese Grafiken eingesammelt, denn es hieß dann, wir machen das Programm und wenn das nicht befolgt wird, dann ist DDR nicht dabei. Ja? Und das war dann schon wieder, das wollte ja ein Nationalstaat werden, ja. Das passte dann nicht und dann kamen diese Blätter doch dahin und ich bekam auch einen Preis und die Londoner Museen kauften dann Grafiken an. Ja, das war die andere Reaktion auf diese Dinge, ja. Bloß mal als Ausflug. Also das begleitete so 1977 die sozusagen das Bild, was wir jetzt oben dann sehen werden. Das ist aus genau derselben Zeit und mit unzähligen Zeichnungen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das jetzt noch, also weil sowas nicht bekannt wurde, auch manchen schon schockieren wird. Aber gut, ich habe es gemacht und stehe dazu. Und es hat unzählige Verwandte. Bei mir und auch woanders. In Sammlungen meine ich. Ja, ich habe jetzt zu viel. Jetzt habe ich Ihnen was abgeschnitten. Nee, also nicht? Die Leute sind wegen Ihnen ja hier. Was Sie gesagt hatten, dass Sie auch bei den Lithografien, Sie haben gesagt, Sie haben sich das nie leicht gemacht. Sie haben das sich auch sozusagen körperlich nie leicht gemacht. Das fällt mir auch ein, was Sie damals erzählt hatten, wie konsequent diese Bilder eben in der Landschaft entstanden sind, dass Sie schwer bepackt mit dem Fahrrad wirklich vor Ort ihre Orte aufgesucht haben und auch dann abgespannte Bilder aus diesen Plenär-Zeiten dann, sie meinten mal wie ein
wie ein Felljäger irgendwie aus Alaska, ja, quasi mit 60 gerollten Bildern, naja, und Bus dann irgendwie nach Hause gefahren sind. Und also diese Technik musste auch so sein. Also sowas hätte doch niemals im Atelier sozusagen entstehen können. Also sie haben na, ich brauchte durchgeführt. Ich brauchte das vis-à-vis, wirklich. Obwohl es vielleicht so aussieht, als ob ich mich nicht dran halte. Aber ich habe mich, im Grunde genommen ist eine innere Strenge dahinter, das muss ich schon bekennen. Ja? Das ist nicht, es ist in dem Sinne zwar frei, aber keine Willkür. Ja? Es ist eine strenge Unterwerfung, auch unter das Sujet. Ich glaube, ich habe einen Zeugen hier, der mich hat arbeiten sehen in der Landschaft. Ach nein, eine zweite, ja. Die hat manchmal mich oben auf dem Berg angetroffen, aber ein jüngerer Kollege, ein früherer Schüler ist nicht da, ja, ist irgendwo, er hört es vielleicht jetzt nicht, ist egal. Es ist im Grunde genommen handwerklich und von der Art, wie man in die Landschaft gezogen ist, so ähnlich wie die Impressionisten des 19. Jahrhunderts, bloß mit ganz anderen Formaten, meistens, ja, großen Formaten. Ja, ich müsste jetzt noch was sagen, aber ich glaube, es kommt eher übers Anschauen. Sie haben sicher gesehen, dass die Zeichnung also ein lineares Geflecht ist, was fast abstrakt wirkt, aber es hat alles ein realen Hintergrund im Grunde genommen. Ja. Es ist alles sogar Sujet für Sujet belegbar, wenn man daneben Fotos machen würde, ja, die man dann aber heranzoomen müsste, denn meine Entfernung zu dem Bildgegenstand war sehr groß geworden. Ja. Das ist auch was Ungewöhnliches. Man hat praktisch mit dem Auge, heute, nach ein paar Jahren, war ja die Worterfindung gezoomt, die gab es damals noch gar nicht. Man hat das sich gedanklich und visuell herangezogen und dann so aufgebaut, wie ich schon sagte, als ob es ganz nahe wäre. Und das hat die Bildgegenstände bis zu einem gewissen Grad verfremdet, aber ohne eine Untreue, sondern im Gegenteil. Ja. Ja, jetzt fange ich schon an, mich zu rechtfertigen, aber so war es auch nicht gemeint. Ja. Ja. Geschrieben, dass die Porträts auch ähnlich entstanden sind, also dass im Atelier auch die größte Distanz sozusagen ausgenutzt wurde. Sie haben recht, der Gedanke ist wichtig. Ich war diagonal in einer Ecke und mein Vis-à-vis, die Menschen, die mir gegenüber gesessen hatten, waren in der diagonalen anderen Ecke und die möglichst große Entfernung. Und dabei aber rückte die Figur ganz nahe heran in der Bearbeitung. Ja. Es hat ja auch ganz umgekehrte Malerei gegeben, dass einer hatte das Modell so vor sich, dass man dachte, er tropft ihr auf die Knie mit der Ölfarbe und konzipierte das so, dieses Bildnis, als ob es ganz fern ist im Raum. Ja? Und wenn man Fotos sieht von so einem berühmten Maler, den kennen Sie alle, Matisse, dann ist das so, der zeichnete wirklich so in der Nähe mit großer Form seine Bildnisse. Und sowas konnte ich nicht. Ich musste es ganz weit haben und auf ganz andere Weise erfassen. Also es hat an Malerei oder Technik die unterschiedlichsten Dinge gegeben. Das entsteht alles in der Intensität des Weiterarbeitens. Zum Beispiel auch mit dem Zeichnen, dass ich und auch Wasserfarbenmalerei immer möglichst auf saugende Papiere machen wollte. Auch die Tuschzeichnung hat einfach auch den Grund gehabt, dass durch das Sonnenlicht oder das Himmelslicht auch die Wolkenspiegelung, solange die Tusche nass ist, sieht man nicht, dass sie schwarz ist, sondern man sieht sie hell wie eine Pfütze. Und das brauchte ich natürlich als Kontext, das musste schnell einsinken.
Und dann habe ich mit lithografischer Tusche viel gezeichnet im Freien. Das hatte einmal den Grund, dass man diese Blätter zum Steindruck eventuell verwenden konnte, zum Übertragen auf Stein. Und andererseits den praktischen Grund, diese Lithotusche mit Seife und Fett versetzt, da werden die Pinsel nie hart. Ich hatte ja nicht einen Wasserhahn daneben und wollte mir nicht die Pinsel zerbrechen, das Haar, wenn das härtet. Und das war alles, es hatte alles seine gewachsenen Gründe. Ja. Sie hatten noch angeführt, dass manchmal Samenreste auf den Bildern sind. Genau, es sind nicht nur Samenreste, sondern es sind viele, leider Selbstmörderinsekten sind in die Malschichten eingearbeitet, die haben sich selber eingearbeitet. Da sehe ich das Insekt gar nicht. Nee, das ist eine Blüte, so eine kleine Blüte. Ach so. Also als Restaurator hat man ja manchmal das Privileg, auch wirklich ganz nah an die Dinge heranzukommen. Und wenn man Ulig untersucht, Plein-Air-Malerei, dann findet man eben auch solche hübschen Dinge, die vielleicht nicht immer so intendiert sind, die aber auch unbedingt zum Objekt dazugehören. Also quasi eine kleine Blüte, die hier eingebunden ist in diese Malerei. Also so sehe ich es natürlich auch nicht. Ja. Ja, ach so, das versteht man wohl schlecht. Dass diese Zufälligkeit ein Stück weit so gewollt ist, aber dann, dass sie dann doch auch immer mit dieser Zufälligkeit dann aber weiterarbeiten. Also dass ja. Das so eine Gratwanderung ist. Es ist nicht beliebig sozusagen. Es ist nicht beliebig, aber der Zufall entsteht ja auch mit, nicht hauptsächlich und nicht dominierend, aber im Grunde genommen laufend während der Arbeit. Aber man reagiert ja auch auf das gerade Vorhandene immer wieder weiter. Ja? Und es sind natürlich auch, also ich weiß zum Beispiel irgendwie, ich glaube, diese Herlitz-Konzern hat ein Bild, da sind mindestens 700 ausfliegende Ameisen drin. Und ich hatte schwer zu tun. Es gibt so im August, Mitte August, wenn die heiße Sommerzeit ist, fliegen die Ameisen aus in großen Schwärmen. Und wenn man weiße Leinwände noch auf dem Boden liegen hatte, es kribbelte hörbar und die Tiere kamen hier über die Haare ins Hemd rein, auf die Leinwand, in die Malerei rein. Und nur wenn man etwa am Ende war, konnte man das bis zum Ende aushalten. Am Anfang, wenn das am Anfang einsetzte, musste man kapitulieren. Ja, also das sind so Anekdoten, aber es illustriert halt, es ist nicht so wesentlich. Wesentlich ist, dass man sich mit der Malerei langsam eventuell anfreunden kann. Eventuell. Aber es schauen so viele zu, dass ich fast annehme. Ja, ich weiß nicht, ob man Fragen anregen soll, aber das ist vielleicht nicht gewollt oder doch, ja. Also wenn, ja gut, ja, können wir machen, ja klar. Ich wollte keine Frage stellen, sondern erinnern an eine kleine Episode, die Sie mir erzählt haben vor 20 Jahren, als ich ein Interview mit Ihnen machte, betreffend die Londoner Ausstellung. Und Sie erzählten, wie Sie die Bilder, die Sie dort ausgestellt hatten, zurückbrachten und am Zoll, in Dover wahrscheinlich, ein Kunstsenier-Offizier war, ein Offizier für den Zoll, der sich die Bilder ansah und sagte, nein, die können Sie nicht mitnehmen, Sie müssen sie verzollen. Ja, das und, die, so dann, ähnlich war die Story, es ist genau. Noch ein bisschen anders. Ich konnte nach 2,5 Jahren tatsächlich, nach einer kafkaesken Geschichte, erst waren die Reise war abgelehnt, konnte ich tatsächlich in London ankommen und hatte aber vorher an meine Gastgeber über Schmuggel Blätter schicken lassen, weil ich dachte, ich kann bis heute kein Englisch. Ja. Ich dachte, ich bin ja ein Blödmann, wenn ich dort auftauche.
Also besser ist, ich bringe Blätter mit. Ja. Ich hatte auch im Vorfeld meine Gastgeber, das Ehepaar, die Frau war Dozentin an der Slade School of Art, hatte da einen Termin ausgemacht. Also ich dachte, ich bringe ein paar Blätter mit, ganz klar. Aber ich dachte, ich weiß nie, ob ich wirklich ankomme. Ich schicke es an die Adresse meiner Gastgeber. Und ich bin in London und schon hatte die Tate Galerie was angekauft, das British Museum eine größere Kollektion und das Victoria and Albert Museum auch drei Blätter. Da war eine der Kuratorinnen war mit in der Jury 2 Jahre zuvor für diesen Preis und dachte, ich komme nicht auf die Zahl, das ist schon viel weg. Ja. Und das Zeug kommt nicht an. Dann kommt aus Dover an meine Gastgeber eine Nachricht. Ja, hier ist Kunst angekommen und so. Und ich habe die Geschichte erzählen lassen, wie das zustande gekommen ist. Wurde nicht geglaubt. Es wurde eine Kommission britischer Künstler, also die Zollsachen kontrolliert. Ja. Und die kamen zu dem Urteil, diese Sachen können nicht in der DDR gemacht worden sein. Das war die Pointe. Die haben sie schon richtig erzählt, bloß die Story war noch affektierter. Ja, was blieb mir übrig? Ich hatte schon auch bares Geld, weil die Chefs von Tate Gallery, also von der grafischen Sammlung und auch vom British Museum, hatten auch privat was gekauft. Ich bin also noch, und etwas konnte ich auch umtauschen, 1:1, weil ich schon für Basel was verkauft hatte über die Galerie Döbele. Ja. Da konnte ich dann kurz vor der Abfahrt wirklich dieses Geld, was dort war, also das war sowieso nur ein Bruchteil, konnte ich, als ich den Pass endlich hatte in letzter Minute, wirklich Westgeld mitnehmen und ich musste nach Dover fahren und 500 Westmark, was für mich ein Riesengeld war, für die Rolle bezahlen, habe die Rolle geschnappt, bin rückzu nach London gefahren, habe unterbrochen in Canterbury, bin in die Kathedrale und weiß noch wie heute, jetzt erzähle ich lauter Geschichten. Sehe ganz in der Ferne im Zentrum auf einem Steinthron einen Mann in einem farbigen Ornat sitzen und rechts und links von ihm je 3-4 Menschen, die in ein Buch, in kleine Bücher ihn abzeichneten, das Profil. Ja. Und wahrscheinlich war es ein Bischof oder so. Ja. Es war alles sehr eigenartig. Das war ja schon Winter, Dezember. Und ich bin dann weitergefahren, weil ich noch einen Termin hatte bei Marlborough. Das ist eine große Galerie. Und ich wollte die Bilder von Francis Bacon sehen, die neuen. Ja. Also wird für Sie, vielleicht für viele, ist es doch ein Begriff. Ja, also so, das war ja auch dort überhaupt hinzukommen, das war wie, als ob man die Schallmauer durchbricht. Ja, ich dachte, ich komme da vielleicht nach dem 65. Lebensjahr wieder hin, vielleicht, ja, aber nur sehr vielleicht. Ja, ja, also es ist bloß eine Episode, aber das gehört auch mit dazu für das, dass man sich nicht unterworfen hat und ich habe auch die Kontakte nach Möglichkeit gemieden, keine Verbandsbusfahrt mitgemacht, es gab ja einen Einheitsverband, keine Ausflüge, keine gemeinsamen Ausstellungsbesuche, nur dann in Berlin in der zentralen Grafikgruppe habe ich eine Veranlassung gesehen, dort mich noch einzubringen. Es gab in den letzten Jahren dann ein Kontingent an Importmaterial und es gab ein paar wieder selbstständig gewordene Handdrucker. Und die kamen nicht an diese Exportmaterialien heran, wenn sie nicht in den Künstlerverband aufgenommen wurden. Und da hatte man noch eine Möglichkeit, die Drucker also aufzunehmen oder dafür zu stimmen, die ein gutes Umfeld hatten. Die mussten vorlegen, ich glaube, das habe ich mitbestimmt, eine gut gedruckte Auflage, wo jeder Druck dem anderen gleich ist. Und dann von dem, also Blättern einzelne, für die Leute, für die die druckten, ja. Gut, jetzt müssen wir es aber, glaube ich, abschließen, sonst wird es mit der Zeit zu knapp, nicht? Ja, ist doch so, ja. Ja, gut, dann, ja, es gibt Fahrstühle und es gibt Treppen, ich kann auch Treppen gehen, ich muss nicht einen Fahrstuhl besetzen, ich kann es wieder.
Dresden. Und man hatte da durch die Sturheit doch, dann wurde das nicht mehr ausjuriert am Ende der DDR-Zeit. Aber es hing nicht innerhalb der Ausstellung, es hing in irgendeinem Korridor im Albertinum. Und ich musste das Bild natürlich wieder abholen, man hatte nicht mal Autos richtig. Ein Freund hatte auf einem Trabantanhänger ein flaches Gerüst gemacht, habe ich abgeholt. Gut, dann war eine Kunstmesse der Warschauer Paktstaaten in Poznan, Posen. Und auf dieser Messe, da war der Kunsthandel vertreten, da waren die ganzen Paktstaaten bis nach Vietnam und waren vertreten. Und da wurden 4 Bilder an polnische Museen verkauft. Also nach Łódź, Łódź geschrieben und Stettin. Das hörte ich durch den staatlichen Kunsthandel. Und das hat auch der damalige Direktor Dr. Zimmermann natürlich mitbekommen. Und kaum war ich dann war das zu Ende, dann sollte ich das Bild wieder hinbringen. Das war dann die erste direkte Erwerbung in Zeiten der DDR, dieses untere große Landschaftsbild, was aber nur einen einzigen Abend öffentlich gezeigt wurde und als Hintergrund einer Limonadentheke auf dem anderen Flügel der, hier sind ja Neue Meister und Romantik, nicht? Das ist ja in der Mitte getrennt. Und in diesem, jenseits von der Treppe, hinter der Glastür war die Limonadentheke und dahinter hing das große Bild. Und das war der Abend, an dem die Ausstellung Positionen, das war schon wirklich gegen Ende der DDR, also mit Willy Baumeister anfangen, die schon toten 11 Maler der Bundesrepublik. Das ging über Gerhard Richter, Konrad Klapeck und Gotthard Graubner, hieß er Raimund Gürke. Und da hing dieses Bild. Man musste erstmal, es war gar kein öffentlicher Einlass, also nur auf Einladung. Man musste richtig zwischen zwei Bäuchen, die Tür war nur halb offen. Und der war hier Vorsitzender vom Rat des Bezirkes für Kultur, mit einem dunkelroten Alkoholkopf musste man durch. Und das war praktisch die Atmosphäre, wo das mal gezeigt war. Und da hatte ich aber doch verschiedene Ansprachen. Und der Abend setzte sich dann bis in die Nacht noch fort. Da hat Eberhard Göschel diese tolle Idee gehabt, auf dem Boden ein großes Gemeinschaftsbild arbeiten zu lassen, was dann also abwechselnd ein halbes Jahr der Honecker kriegen sollte zur Ansicht und ein halbes Jahr der Kohl. Ja, das war die, ja, ich muss, vielleicht ist es doch ganz lebendig und wirft einen Blick auf diese Zeit. Das Bild hatte aber Probleme. Der Gotthard Graubner arbeitete immer mit einer offenen Rotweinflasche drauf, und zwar Packpapier. Aber irgendwie hat es dann doch funktioniert. Es gibt auch irgendwelche Fotos. Aber gut, viele wissen es nicht, und die heiteren Sachen trotz des ernsten Hintergrundes und auch auch einem wirklichen Widerstand gegen diese Perfektion. Man hatte ja wirklich auch die Abneigung gegen manche, die so arbeiteten, dass es einen solchen Beifall fand von der ideologischen Leitung, dass man eben dachte, also so weit muss es nicht gehen. Und damit wollte man nichts zu tun haben, ja? Entschieden nicht. Also wenn man das so merkte, solche Bildthemen, Lenin und der ungläubige Timofey, wenn ich mal erinnern kann. Ja, es ist aber Tatsache, das war ein 2-Meter-Bild. Ja. Es wurde immer vorgezeigt oder eben andere Sachen. Der Brigadier mit dem Daumen, ja, auch 2 Meter schräg und so weiter. Ja. Und es gab böse Spitznamen auf einige. Ich sage nicht die eigentlichen Namen, aber ich weiß von meinem Kollegen Goltsche, der hatte da was drauf. Ja. Sagen, das ist der Bonzenschweißmaler. Ja. Also ich hatte auch Spitznamen, aber gut, die werden Sie wahrscheinlich als Dresdner kennen. Gut, das ist die heitere Seite.
Ich bin nicht so glücklich hier über die Nachbarschaft, weil die Statuette, die, ja, na gut, passt nicht so. Ich bin über viele, mit vielen nicht glücklich, muss ich sagen. Also ich bin jetzt so in der heiteren Laune, Frau Dr. Wagner, aber der Durchlauf durch diese Zeiten, ja, das ist für mich also psychisch eine schwierige Sache, ja, weil man sich dagegen innen... Das ist auch keine Ausstellung, es ist ein Querschnitt durch unseren Bestand. Ja, ja, ja gut, das ist schon richtig, ja, ja. Und Sie mussten es ja auch tun, nachdem, ich habe das ja verfolgt, die ganzen Dinge. Es ist schon klar, das muss mal gesehen werden, aber man muss doch einiges wegstreichen davon, ja, in der Erinnerung dann. Vieles fehlt in unserem Bestand, das darf man auch nicht. Vieles fehlt, da ist aufzuarbeiten, denn es ist ja wirklich so, es kann nur sich die Malerei behaupten, im Nebeneinandervergleich, nicht anders, ja. Wenn man irgendwo was abgebildet sieht, ist alles ganz schön und gut. Aber solche Bilder müssen nebeneinander, neben anderen hängen. So haben sich im Laufe der Jahrzehnte Arbeiten behauptet, ja, nicht anders. Und das muss auch noch angemerkt werden. Und da fehlt noch ganz viel, auch zu experimentieren, wenn ich das mal so eine Lanze anfangen kann zu brechen, für vieles, was einfach zu wenig vorgezeigt wurde, hier aus der Region und was absolut ein hohes Niveau hat. Und das, da fehlt ganz viel, dass man das macht. Ja. Und da ist man nicht ganz so glücklich, dass das nicht mehr Bewegung haben kann, aus verschiedenen Gründen. Ja. Ja, eine schöne Ergänzung eben auch zu dieser Ausstellung finden Sie jetzt gerade ja auch im Lipsiusbau. Ja gut, das ist natürlich, ja, das waren ja das waren ja die Entwicklungen, die mit Aktionen dann in den 80er Jahren vor allen Dingen einsetzten. Ich habe nie eine Aktion gemacht, nicht? Ich habe nur mit Pinsel und Tusche und Farbe meine Aktionen gemacht. Ich weiß, dass ich einiges mittransportiere vom Informell, aber es ist immer niemals gegenstandslos gewesen, sondern immer wirklich auf das Sujet bezogen. Absolut. So, ja, ich habe es schon mal gesagt, aber das wäre es. Also hier, das passt nicht so, nicht? Dieses Männel auf, so gekleidet wie ein Proletarier. Ich meine, den Mann habe ich ganz gern gemocht, der es gemacht hat, aber der hat Gott sei Dank auch anderes gemacht. Aber so weit bin ich eben nie, hat mich nie gehen wollen. Es hat einen anekdotischen Zug, ja, das soll ja ein kritischer Blick sein, ein Kunsthistoriker, naja, gut, eine Karikatur. Um einen kritischen Blick auf unseren Bestand zu befördern. Na gut, naja, so kann man es auch auslegen. Ja. Na gut, also Spaß muss auch sein, nicht? Ja gut, wenn Sie alles das sehen konnten, wirklich. Nein, erstmal hier noch schauen. Ja, man muss schon direkt mal davor treten, sonst hat man das Bild nicht. Es gehört noch dazu, dass dieses Bild, was nun in den 70er Jahren gemalt ist, ist erst nach der Wende gekauft worden. Und zwar aus der Retrospektive, die ich hier in den Räumen hatte, großzügig von Werner Schmidt eingerichtet und Wolfgang Holler. Da hat das dann der übernehmende Direktor, der neuen Meister, der Bischof, hat es gekauft, aber 94 erst. Ja, 94. Es ist eigentlich nicht in der Ostzeit von Kunstsammlungen gekauft worden, sondern viel später. Ja, ja, ja. Gut, deswegen hängt es vor der Tür sozusagen, zur eigentlichen Ausstellung. Naja, es gehört auch zur Beschreibung. Ja, die Ausstellung ist ja chronologisch gehängt nach Ankaufsjahren. Das heißt, es geht praktisch umgekehrt. Das sind die spätesten Erwerbungen und es geht dann zurück bis in die späten 40er Jahre. Ja, genau.
Gut. Wir wollten frisch in der Gegenwart anfangen und ach so, das ist also gar nicht da. Dann ist das hier der Haupteingang. Ja. Ach so, nicht in der Mitte, wo die Treppen sind und wo sich stylt. Nein, das ist. Dann habe ich schon was missverstanden. Ich bin von hier gegangen und die Laune wurde immer schlechter. Also, gehen wir mal weiter. Ja. Der kommt sich wohl schon mal ran und wir gehen dann ja hoch in die. Ja, man muss schon mal, doch, sonst hat man keinen Eindruck, direkt davor treten. Und möglichst mit ein paar Metern Abstand. So. Ja, es ist ein früheres Bild, ein paar Jahre früher. Sie können daran ablesen, dass es nochmal eine Emanzipation gab. Das ist noch in meinem alten kleinen Atelier gemalt. Und es wurde nicht ursprünglich für die Kunstsammlungen gekauft, sondern es hatte ein Kollege, der mir wohl wollte, mal irgendwie nur eine Zeit im Rat der Stadtabteilung Kultur, so hieß das damals, eine Stellung inne, die ihm erlaubte, etwas zu kaufen. Ja. Und das Bild ist dann nachträglich den Kunstsammlungen, das habe ich heute erst erfahren, schon 78 übertragen worden. Aber es ist, war ursprünglich nicht unbedingt dafür bestimmt. Aber es ist ganz gut, das ist eben eine frühere Arbeit und Sie können anhand des, Sie haben ein späteres Bildnis gesehen, wo das Ganze, ja, Sie sagten, dass das intensiver. Ihr Lieblingsbild ist. Na, Lieblingsbilder hat man. Ja, das ist eine ganz schwierige Sache. Bei den Dingen, wo die Energien in das Lineament geht, hat man nie eine absolute, ja, Sicherheit oder so. Also es ist, ich glaube ja an die innere Aufgeladenheit einer kreativen Arbeit. Und nicht an eine, die von der Perfektion überwuchert ist. Und besonders nicht in dieser Zeit, weil in dieser Zeit, man muss im praktisch täglichen Leben etwas finden, was die Arbeit in der Malerei rechtfertigt. Ich kann nicht der Fotografie, ich will nicht der Fotografie handwerklich Konkurrenz machen. Das halte ich eben für Unfug. Es gibt eben im Anschauen eines Menschen während dieser Arbeit, hat man die Chance, etwas einzufangen, was einerseits zwar momentan wirkt, aber andererseits auch doch etwas sammelt, was eine Kurzaufnahmen nicht einfangen kann. Und ich würde mir wirklich überflüssig vorkommen, wenn ich mich auf den Weg der Perfektion und des Voranstellens einer handwerklichen Geschicklichkeit gemacht hätte, zu Ungunsten einer anderen Wahrheit. Ja. Und ich habe eben geglaubt, oder glaube es immer noch, dass ich mehr Möglichkeiten habe oder hatte auch, die auf dem Weg zu finden, den ich gemacht habe in den Jahrzehnten. Hm. Ja, es ist sowieso etwas Eigenartig ist immer, wenn man lange nicht gesehene Bilder nach Jahrzehnten wieder sieht. Ja. Ja, gut. Das ist natürlich eine melancholische Situation, das sehen Sie ja, braucht man nichts dazu zu sagen. Es ist offener noch in der Malweise nicht so straff organisiert.
Nur hängt es hier, dann ist es da. Kann man nichts machen. Ich bin ja nicht, ich kann ja bei so großen Sachen nicht so verfahren, wie, welcher Maler war es denn, Spätimpressionist, der im Louvre immer noch aufpassen musste, dass nicht die Wärter ihn erwischen, dass, weil er an seinen Bildern im Museum immer noch korrigierte. Ja, ja, es ist gar nicht so zum Lachen. Also im Alter hat man solche Sachen, meine Frau sagt mir auch immer, mach ja nicht so viel an den alten Sachen, ich habe auch wirklich welche verdorben, aber viele. Aber auch andere wirklich auf eine andere Höhe gebracht, das muss man auch sagen. Aber das sagt man auch von Komponisten, ja. Also Bruckner zum Beispiel hat dann eben auch nur noch korrigiert an seinen Sachen. Und ja. Ja, gibt es noch Anmerkungen und Fragen zum Schluss? Sonst würde ich mich ganz, ganz herzlich bedanken bei Max Ulig für dieses wunderbare Gespräch. Na, bitte, es waren ein paar Ausschnitte, so mehr Anekdoten auch, ja. Man kommt nie zu allem, manches vergisst man eben, was man sich vorgenommen hatte, ja. Auch, es fällt einem immer zu spät ein, das ist halt so. Und ich bin ja nicht geübt in solchen Vorstellungen, ja. Also das nicht. Ich habe zwar mit meinen Studierenden so manches besprochen und auch mit denen gearbeitet, immer am Jahresende mal eine Zeit, damit auch praktisch gesehen wird, wie man losgeht und nicht nur im Gespräch. Und ja, einer war doch hier, wo ist denn Markus? Markus hat die Sache kennengelernt, vis-à-vis von denen, die von vielen, die bei mir waren. Gut. Also einen herzlichen Applaus, ein herzliches Dankeschön an Max. Tschüss.